Eichstätter Freunde, verehrte Damen und Herren. Das Gewissen als Ort der Gottbegegnung, das ist alles andere als selbstverständlich. Das war es auch überhaupt nicht für Franz Jägerstätter. Damals in seiner Zeit hat man natürlich die moraldialogische Tradition vom Gewissen gekannt, aber man hat es nicht dem Einzelnen zugeschrieben, dass er die Entscheidung darüber treffen soll, was Recht oder Unrecht ist, wie eine Situation, eine politische Situation oder auch ein Krieg zu bewerten ist. Ich möchte deswegen zunächst einmal die Entscheidung Jägerstätters in einen größeren geistigen Kontext stellen, von dem aus deutlich wird, was sind denn eigentlich die Kräfte, die Mächte, manchmal auch die dämonischen Mächte, die gegen das Gewissen stehen. Damals, vor 70 Jahren, vielleicht auch heute. Ich möchte da zunächst einmal auf die Staatsphilosophie von Hegel eingehen, wo es um das Verhältnis des einzelnen Bürgers zum Staat, zum Ganzen, zur Republik oder zum Kaiserreich damals geht. Hegel schreibt in den Grundlinien der Philosophie des Rechts dem Staat einen gottgleichen Charakter zu. Ich zitiere, es ist der Gang Gottes in der Welt, dass der Staat ist. Sein Grund ist die Gewalt der sich als Wille verwirklichenden Vernunft. Also der Staat hat heilsgeschichtliche Bedeutung. Das kommt uns schon sehr fremd vor, vor allem nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Hegel geht es nicht einfach nur um die Idee, um die real existierenden Staaten, die wusste er schon zu kritisieren, aber um die Idee des Staates. Der Staat stellt die Wirklichkeit des Rechts dar. Und in diesem Recht realisiert sich und vollendet sich die Freiheit. Der Einzelne hat nicht eine Freiheit gegenüber dem Staat, sondern es ist seine höchste Pflicht, Mitglieder des Staates zu sein. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, sich vom Staat sozusagen abzumelden oder auszutreten. Tun wir uns heute auch nicht mehr ganz so leicht damit. Es ist also die höchste Pflicht des Einzelnen, der einzelnen Person, Mitglieder des Staates zu sein. Und es ist entscheidend, dass es etwas gibt, was nicht von der Willkür des Einzelnen abhängig ist. Es muss also eine Institution geben, in der das Interesse der Einzelnen als solcher nicht der letzte Zweck ist. Also der Einzelne, die Freiheit, man könnte auch sagen, seine Wissensentscheidung, wird eh in die Richtung Willkür gerückt. Oder auch sozusagen subjektive Bedürfnisse. Der Staat repräsentiert das Recht. Also im Staat durchdringen sich objektive und subjektive Freiheit. Das oberste Prinzip des Staates soll ein objektiver Wille sein, dessen Geltungsanspruch nicht davon abhängt, ob das Vernünftige von Einzelnen erkannt und von ihrem Belieben gewollt werde oder nicht. Das ist natürlich schon eine Grundspannung. Gelten zum Beispiel Normen, gilt das Grundgesetz deswegen, weil es Einzelne anerkennen, und die gilt es dann nicht mehr, wenn die ein paar sagen, wir wollen das nicht mehr. Also der Geltungsanspruch des Staates ist nicht davon abhängig, ob Einzelne in ihrer Einschätzung das gut finden oder nicht. Das ist das Entscheidende bei Hegel. Er möchte also das Recht nicht von der Beliebigkeit oder Willkür Einzelner abhängig machen. Was ist umgekehrt jetzt sozusagen die Pflicht des Einzelnen? Es ist die Pflicht des Einzelnen, dass er sich sozusagen in das Ganze hinein opfert, auch in das Ganze hinein stirbt.
sich in die sittliche Substanz zu versenken, das erscheint als die eigentliche Aufgabe des Subjekts. Wenn ein Einzelner oder eine Einzelne, Hegel war nicht gegendert, sich sozusagen auf sich zurückzieht, herausnimmt, so ist das das Böse. Böse sein heißt mich vereinzeln. Insofern muss das Endliche als Begrenztes abgearbeitet und schließlich in den Taumel des absoluten Geistes hinein aufgeopfert werden. Der Gehorsam des Subjektes ist dementsprechend ein Selbstopfer, das am Ende vom absoluten Geistsubjekt absorbiert und in sich hinein gefressen wird. Insofern ist der Einzelne, die Person, so etwas wie Futter, Material für das Ganze. So sieht zum Beispiel Hegel auch in der Hoffnung auf eine personale Auferstehung der Toten eine Hybris des Subjektes. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an. Das war aber die Ideologie des 19. Jahrhunderts, das war die Ideologie in der Zeit des Ersten Weltkrieges und das war die Ideologie vor allem auch der Nationalsozialisten. Der Nationalismus, das war die Ersatzreligion des 19. Jahrhunderts, verkündete ein heiliges Vaterland, feierte den Heldentod als neues Selbstopfer, dazu bringen auf dem Altar des Vaterlandes. Das waren kultische Begriffe. In Italien, so das große Monument vom Risorgimento, heißt Altar des Vaterlandes. Die Nation, der Staat, hat eigentlich religiöse, absolute Bedeutung. Und auf diesem Altar müssen Menschenopfer dargebracht werden, am besten im Krieg. Der Erste Weltkrieg, so Reinhard Koselleck, wurde als heilige Geschichte erlebt, als das Gethsemane des deutschen Volkes. Und so wurde am lautesten gepredigt von der deutschen Elite in Wissenschaft und Kunst. Und das auch nach der Niederlage oder nach der Beendigung des Krieges. Auch Ernst Jünger verkündete in seinem Arbeiter von 1923, das tiefste Glück des Menschen besteht darin, dass er geopfert wird. Und die höchste Befehlskunst darin, Ziele zu zeigen, die des Opfers würdig sind. Also der Einzelne und der Staat, die Person, das Gewissen und das Ganze. Natürlich hat sich das massiv umgedreht. Dennoch gibt es so Tendenzen auch, was will denn ein Einzelner schon wissen? Oder woher will er denn die Erkenntnis haben? Ist er denn gescheiter als der Common Sense? Das gibt es ja durchaus auch heute, auch wenn es nicht mit diesen kriegerischen Tönen versehen ist. Ein zweites Stichwort, durchaus auch zum Gewissen, 19. Jahrhundert, aber auch in der Gegenwart. Der Philosoph Friedrich Nietzsche behauptete, das Gewissen sei die tiefste Erkrankung des Menschen. Und deshalb müsse der Mensch vom Wahn und von der Schuld und vom Gewissen befreit werden. Also eigentlich ist das eine psychische Krankheit, ein Gewissen zu haben. Ein schlechtes Gewissen zu haben. Das schlechte Gewissen, so Nietzsche, ist eine Erkrankung der Gesellschaft. In ihm versagen sämtliche vitalen Instinkte. Instinkte, die nach außen gehen sollten, zum Beispiel als Aggression, müssen nun durch die drohenden Strafen nach innen gehen. So bilden sie die Seele und wenden sich gegen den Menschen selbst in Form des schlechten Gewissens. Der Mensch leidet schließlich an sich selber. Staat und Recht formen den Menschen. Der Herr braucht keinen Vertrag mit seinem Sklaven. Deswegen kennen die sogenannten Herrenmenschen auch keine Schuld, keine Rücksicht. Sie sind es aber, die das schlechte Gewissen bei den Schwächeren formen.
Mensch schafft sich selbst sein schlechtes Gewissen, er formt sich selber. Also, das schlechte Gewissen ist eine Krankheit. Ich vermute, dass damit auch gar nicht so wenige von uns groß geworden sind. Zum einen mit Skrupeln, mit schlechtem Gewissen, zum anderen aber auch mit der Einsage von Therapeuten, schlechtes Gewissen ist eigentlich eine Krankheit, die man heilen kann. Also das schlechte Gewissen ist eine Krankheit. Je größer die Schuld wird, desto größer der Gott, bis hin zum Monotheismus. Atheismus, so Nietzsche, bringt eine neue Unschuld und so könnte es sein, dass man heutzutage wieder zurückfindet. Also Moralisierung von Schuld und Pflicht tragen zum schlechten Gewissen bei. Das Gewissen, eine Krankheit. Und schließlich, jetzt im unmittelbaren Umfeld von Franz Jägerstätter, diese beiden Ideologien, der Staat habe gottgleichen Charakter und das Gewissen sei im Grunde genommen eine Krankheit, sind massiv in das perverse Denken des Nationalsozialismus eingegangen. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung und wie die Beschneidung eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. Die Vorsehung hat mich zum größten Befreier vorbestimmt. Ich befreie die Menschen von den schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigungen einer Gewissen und Moral genannten Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und persönlichen Selbstständigkeit. Adolf Hitler in Mein Kampf. Der christlichen Lehre, so weiter, von der unendlichen Bedeutung der Einzelseele und der persönlichen Verantwortung, setze ich mit eiseskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen. An die Stelle eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Leben und Handeln des neuen Führerprinzips, das die Masse der Gläubigen von der Last der freien Gewissensentscheidung entbindet. Und 1934 hat Hitler in einem Tischgespräch getobt: Wir beenden einen Irrweg der Menschheit. Die Tafeln vom Berge Sinai haben ihre Gültigkeit verloren. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung und Göring hat gedonnert: Ich habe kein Gewissen, mein Gewissen heißt Adolf Hitler. Die nationalsozialistische Ideologie, das Hakenkreuz als Symbol mit allen Prozessen, hatten sich verschworen, das Individuum zu annullieren, die Individualität zu entmachten, Gewissen, personale Verantwortung, aber auch Kreativität abzuschaffen. Die Nazi-Barbarei mit dem Krieg, mit den Konzentrationslagern, der Vernichtung der Gegner, ist ein Extrembeispiel für die Vernichtung des Individuums. Der Einzelne ist Null. Das Volksganze ist alles. Individualität und Individuum gelten da sozusagen als Gattung, die auf dem Weg sind, ausgerottet zu werden. Wie bestimmte Tierarten, die Dinosaurier, aussterben. Beim nationalsozialistischen Verständnis von Arbeit und Bildung geht es zum Beispiel nicht um Person oder Subjektwerdung des Menschen, vielmehr um die Hineinprägung der Ideen der Gliedschaft und der Dienschaft in Hirn und Herz. Pädagogik und Erziehung wurde insgesamt zur Überwältigung, zu Drill, zu Dressur. Vielleicht sind manche auch in der Nachkriegszeit noch erzogen worden, auch in der Schule ausgebildet worden, eher mit militärischen Mustern von Erziehung. Und Drill und Dressur und Ordnung galten ja länger noch als höchste Tugenden. Da wird die Person von der Rolle, von der Aufgabe im Volksganzen abgespalten. Niemand ist verantwortlich. Jeder ist ja nur ein Glied des Ganzen. Der
Einzelne fühlt sich als einer in einer großen Masse. Er ist letztlich eine Nummer, aber in diesem großen Ganzen fühlt er sich vielleicht sogar wieder stark. Vielleicht sind heute Phänomene am Fußballplatz damit zu vergleichen, nicht damit zu vergleichen, aber. Also der Einzelne galt im Nationalsozialismus als nichts, das Volksganze als dämonisch alles. Und doch sind gerade, so denke ich, das Gewissen und auch das Individuum bei diesem Prozess einzigartig unvergänglich geworden, gerade auch durch einzelne Personen wie Franz Jägerstätter. Der Ursprung der Idee von Freiheit, von Personalität, wird von Wolfhard Pannenberg im altchristlichen Martyrium gesehen. Da hat nämlich zum Beispiel auch in Florian sich geweigert, den Staatsgöttern Weihrauchkörner zu opfern. Das heißt, der Staat hat die Allmacht über den einzelnen Martyrium verloren. Das, so sagt Pannenberg, ist der Ursprung eigentlich auch der neuzeitlichen Freiheitsidee. Franz Jägerstätter, ein Märtyrer des Gewissens und ein Märtyrer des Glaubens. Er bezog seine Widerstandskraft gegen den Nationalsozialismus aus der zu seiner Zeit gängigen moralgerogischen Tradition. Er schreibt zum Beispiel, die Gebote Gottes lehren uns zwar, dass wir auch den weltlichen Oberen Gehorsam zu leisten haben, auch wenn die weltlichen Oberen nicht christlich sind, aber nur soweit sie uns nicht Schlechtes befehlen. Also das, was schon in der Apostelgeschichte steht, nämlich man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, als der menschlichen Obrigkeit, das wird hier bei Franz Jägerstätter schon über den Satz von Römer 13,2 gestellt, dass jeder auch die Pflicht hat, der staatlichen Obrigkeit Gehorsam zu leisten. Und so weiter Franz Jägerstätter, weil es das Bestreben der NSDAP war, das Christentum auszurotten, sieht er es als sündhaft an, dieser Partei beizutreten. Also zu sagen, das ist im Grunde genommen Hegel auf den Kopf gestellt. Es wäre Sünde, sich herauszuhalten aus dem Volksganzen, Parteiganzen. Sünde, ein Einzelner zu bleiben. Für ihn ist es sündhaft, diesem Ganzen beizutreten. Wie wir, glaube ich, alle wissen, die wir in der katholischen Religion erzogen worden wurden, sie es uns nämlich nicht erlaubt, einer kirchenfeindlichen Partei beizutreten, auch nicht für eine solche zu opfern, damit sie sich immer mehr ausbreiten könne. Jägerstätters Entscheidung, nicht an Hitlers Krieg mitzuwirken, ist von seiner persönlichen Überzeugung her eindeutig eine Glaubensentscheidung, beziehungsweise eine Konsequenz seines Glaubens und auch seiner Verbundenheit mit der Kirche. In der Kommission, damals in den 90er Jahren, wurde die Frage gestellt, einem Historiker, ja, wofür ist denn Jägerstätter gestorben? Bei manchen Heiligen weiß ich es, der ist für den Jurisdiktionsprimat des Papstes gestorben. Aber Franz Jägerstätter ist doch nicht für den Glauben gestorben. Ich habe damals gemeint, er ist für das erste Gebot gestorben, so wie die altchristlichen Märtyrer, nämlich letztlich hineingestellt in die Alternative Gott oder Götze. Glauben an den lebendigen Gott oder Mächte des Todes. Sein Martyrium ist die Konsequenz seiner Entscheidung für Gott bzw. Christus, den König. Er stand damals durchaus in dieser Christkönigsfrömmigkeit. 1925 hatte Pius XI. Das Christkönigsfest eingeführt, durchaus auch als Gegenwart gegen die faschistischen Ideologien. Also Glaube ist durchaus eine radikale Ideologie und Götzenkritik. Und Franz Jägerstätter
hat die Widerstandskraft des Glaubens gegenüber barbarischen Systemen der Menschenverachtung und auch der Gottlosigkeit realisiert. Wenn man nun einwendet, er sei ja gar nicht formal wegen des Glaubens oder um eines Glaubensartikels willen gestorben, sondern wegen der Wehrdienstverweigerung hingerichtet worden, so würde zwischen Glaubens- und Sittenlehre ein garstiger Graben gezogen. Diese Spaltung zwischen Glaube und Ethos ist ein Produkt der Neuzeit und entspricht zum Beispiel nicht der Tradition eines Thomas von Aquin. Hans Jägerstätter war davon überzeugt, dass der Angriffskrieg Hitlers ungerecht war und dass er deshalb nicht mitmachen könne. Das hat er auch wiederholt anderen gegenüber geäußert, so zum Beispiel ein Mitgefangener hier im Mussolinenhof, damaligen Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis, Lysie Weiland. Er, Franz Jägerstätter, hat einfach gesagt, es ist ein ungerechter Krieg, da kämpft er nicht mit. Also, vielleicht ist es einmal gut, solche Worte, die Jägerstätter gesagt oder geschrieben hat, hier an diesem Ort noch einmal zu hören, weil sie hier verfasst wurden, auch in dieser Umgebung. Zu der Ungerechtigkeit des Angriffskrieges hat er sich wiederholt in seinen schriftlichen Aufzeichnungen geäußert. Welcher Katholik getraut sich, diese Raubzüge, die Deutschland schon in mehreren Ländern unternommen hat, für einen gerechten Krieg zu erklären? Wir brauchen ja nur ein wenig nach Russland schauen. Was haben die zu leiden? Und wann werden sie wieder aus ihrer Not befreit werden? Also, seine Entscheidung ist eine Gewissensentscheidung, aber nimmt durchaus das Sittengesetz mit hinein, nimmt die konkreten Auswirkungen eines Krieges zum Beispiel hinein und nimmt letztlich auch das Schicksal, das konkrete Schicksal von Menschen hinein. Gewissensentscheidung ist bei ihm also nicht einfach eine Befindlichkeit, sozusagen. Auch nicht ein Bedürfnis von mir sozusagen, sondern, oder auch nicht nur die Frage, wie bin ich authentisch mit mir, sondern das ist durchaus eine massive Auseinandersetzung mit dem anderen, mit dem Anspruch der anderen zum Beispiel zu leben, dem Anspruch der anderen auf Gerechtigkeit, mit der Wahrnehmung des Leidens anderer. Was bewirkt letztlich meine Freiheit, vielleicht auch meine Macht? Ich denke, Jägerstätter hat nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv Zeugnis für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit abgelegt. Im Nachhinein ist es klar, dass der Krieg ungerecht war. Aber die Einsicht in dieses Unrecht hatten damals relativ wenige. Ich habe jetzt in den letzten Wochen einmal etwas nachgeschaut, was haben die deutschen, österreichischen Bischöfe oder auch der Papst zum Krieg gesagt. Sie haben sich sehr zurückgehalten. Ein Bischof, der Militärbischof Rakowski, hat gemeint, dass der Krieg gegen Polen ein gerechter Krieg sei. Da hat er einen massiven Verweis von Pius XII. Bekommen. Also auch von den österreichischen Bischöfen, ich habe da einige Hirtenworte angeschaut, die es nicht einmal publiziert gibt, sondern nur in Abzügen. Von einem gerechten Krieg ist nie die Rede. Man musste sich verteidigen, dass man letztlich den Soldaten in den Rücken fällt und sie nicht sozusagen mehr motiviert, für eine gute Sache zu kämpfen. Aber zu sagen, der Krieg ist Unrecht, das haben die Bischöfe nicht getan. Das hat im Grunde genommen auch Pius XII. Am Anfang hat er schon gesagt, alles ist mit dem Krieg verloren. Also 1939 beim Polenfeldzug.
Also Jägerstätters prophetisches Zeugnis beruhte auf einer klaren, radikalen und auch weitsichtigen Analyse der Barbarei des Menschen und oft verachtenden Systems des Nationalsozialismus, dessen Rassenwahn, dessen Ideologie des Krieges und der Staatsvergottung, wie auch dessen erklärten Vernichtungswillen gegenüber Christentum und Kirche. Insofern ist Jägerstätter ein Märtyrer des Gewissens, aber auch des Glaubens, vor die Alternative gestellt, Gott oder Götze, Christus oder Führer, hat aus einem gebildeten und reifen Gewissen ein entschiedenes Nein gesagt. Jägerstätter hatte den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Vermutlich werden die meisten von Ihnen diese Formulierung kennen, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist die Antwort von Immanuel Kant auf die Frage, was heißt Aufklärung? Die selbstverschuldete Unmündigkeit hat ihren Grund nach dem seligen Franz Jägerstätter darin, dass seine Zeitgenossen ihr eigenes Denken und ihre eigene Verantwortung abgegeben haben. Für ihn ist im Gegensatz zu Kant und auch zu den Spätaufklärern, auch zu den Aufklärern heute, das vorzügliche Objekt solcher Aufklärung nicht die Religion, so heute meinen viele auch, wer aufgeklärt ist, wer wissenschaftlich denkt, muss sich von der Religion vor allem einmal absetzen. Bei Jägerstätter ist das Objekt der Aufklärung die gesellschaftliche und politische Ideologie. Motiv für seine Aufklärung ist dabei nicht einfach die eigene Entschließung einer sich als autonom vorkommenden Vernunft, sondern schlicht eine Passage aus der Pfingstsequenz, die wir heute am Pfingstdienstag, gehört zwar nach dem katholischen Kirchenjahr nicht mehr zur ostösterlichen Zeit, aber wir sind noch sozusagen in den Nachwehen. Die Passage aus der Pfingstsequenz, die er ironisch im Blick auf den Führergehorsam anführt, die Gabe der Weisheit und des Verstandes dürfen wir dann bei den sieben Bitten, um die wir zum Heiligen Geist beten, gleich streichen. Denn wenn wir ohne dies blindlings dem Führer zu gehorchen haben, zu was brauchen wir da viel Weisheit und Verstand? Also der Heilige Geist in dem Sinn als eigentlich aus der Aufklärer. Es gibt ja durchaus ein ziemlich verkürztes und individualisiertes Missverständnis von Autonomie. Und Autonomie verstand Immanuel Kant die Tauglichkeit der Maxime eines jeden guten Willens, sich selbst zum allgemeinen Gesetze zu machen. Es ist selbst das alleinige Gesetz, das sich der Wille eines jeden vernünftigen Wesens selbst auferlegt. Das hört sich zunächst einmal so an, ich gebe mir selber das Gesetz. Ich bestimme allein, was gut oder was schlecht ist. Das mache ich nicht abhängig von anderen. Aber bei Kant ist Autonomie durchaus in der Spannung zwischen dem Selbst, dem Autos, und dem Gesetz, dem Nomos, zu verstehen. Das heißt, die Selbstgesetzgebung der sittlichen Vernunft setzt einen kommunikativen Prozess mit allen anderen voraus. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Also gerade nicht Willkür, sondern ich habe mich bei der autonomen Vernunft in alle anderen hineinzudenken. Wenn ich mich entscheide, bin ich bereit anzunehmen, dass alle anderen auch sich so entscheiden. Dass alle anderen das auch wollen. Das ist im Grunde genommen auch eine massive Relativierung meiner eigenen Vorlieben, natürlich auch eine massive Relativierung meiner eigenen Willkür. Handle so, dass dein Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein gesetzgebend betrachten könne. Und der kategorische Imperativ verbietet die Instrumentalisierung und Verzweckung der anderen für eigene Interessen. Also ich darf andere gerade nicht gebrauchen oder missbrauchen oder instrumentalisieren, wenn ich das Bedürfnis dazu hätte zum Beispiel. Oder wenn mir danach so ist. Oder wenn ich vielleicht das Gefühl habe, da bin ich.
manchmal selber, wenn ich stark bin. Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals als Mittel brauchst. Das heißt, Freiheit, andere nicht als Mittel für eigene Interessen geh- oder missbrauchen. Freiheit heißt, andere nicht hörig oder abhängig machen. Und Freiheit ist gefährdet, wenn sie auf Egoismus reduziert wird und von einem reinen Anspruchs- oder auch Versorgungsdenken geprägt wird. Freiheit ist mit der ethischen Verpflichtung und Forderung verbunden, andere nicht gering zu schätzen, nicht zu verachten, nicht als Material zu missbrauchen. Selige aus der Zeit des Nationalsozialismus wie Franz Jägerstätter haben sich diese innere Freiheit in der Diktatur und im Gefängnis bewahrt. Besser die Hände gefesselt als der Wille, schreibt er in seinen Aufzeichnungen. Im Lebensraum seiner Freiheit, seiner Individualität, seines Gewissens, einer Freiheit, die ihn vor der Menschenfurcht und vor dem Aufgehen in die Masse bewahrt. Freiheit ist bei ihm vor allem auch eine Freiheit von Furcht, eine Freiheit von Angst, eine Freiheit auch, sich gerade nicht aus der Verantwortung zu flüchten. Lebensraum dieser Freiheit ist bei ihm das Beten, ist der Sonntag und auch der Eucharistiefeier. Er hat 1941 an Hans Rambichler geschrieben: Gib ja das Beten nicht auf, damit du nicht von dieser Schwachheit der Menschenfurcht überwältigt wirst. Also Gebet ist da alles andere als fatalistisch oder sozusagen Beruhigungsmittel, sondern Gebet hat ihm letztlich die Kraft, die Widerstandskraft gegeben. Innerlichkeit heißt hier höchste Freiheit. Und die hat ihn befähigt, sich angstfrei, nicht korrumpierbar zu entscheiden und auch einzumischen in die Verhältnisse, wie sie sind. Also Mut zur Freiheit und Mut zur Aufklärung, hatte Franz Jägerstätter. Und er hatte den Mut zum Gewissen. Von Hannah Arendt stammt das Wort von der Banalität des Bösen. Es sollte die Durchschnittlichkeit des Täters bezeichnen und nahelegen zu sagen, die Masse, die große Masse, ist nicht besser als Eichmann, der durchaus eine Linse Vergangenheit hat. Es war der Sachverhalt des moralisch durchschnittlichen Schreibtischtäters, der kein Unrechtsbewusstsein aufzubringen vermochte. Und in einer technisierten und bürokratisierten Welt wurden der Völkermord und die Ausrottung überflüssig erscheinender Bevölkerungsgruppen geräuschlos und ohne moralische Empörung der Öffentlichkeit zur Gewohnheit. Die Einzigartigkeit der Shoah erblickte Hannah Arendt im Fehlen jeglicher moralischer Dimension. Eichmanns Handlungen, Entscheidungen waren banal, gedankenlos, gewissenlos, vordergründig ohne teuflisch-dämonische Tiefe. Und Eichmann hat sich entschuldigt damit, dass er nicht als Mensch, sondern als bloßer Funktionär gehandelt habe. Demgegenüber hat Franz Jägerstätter jeder menschlichen Instanz den absoluten Gehorsam verweigert. Keiner irdischen Macht steht es zu, ein bekannter Satz, die Gewissen zu knechten. Gottes Recht bricht Menschenrecht. Er blieb seinem Gewissen treu, selbst als ihn seine priesterlichen Begleiter alle staatlichen und kirchlichen Autoritäten an die gebotene Sorge gegenüber seiner Familie und auch an seine Pflichten gegenüber Volk und Vaterland erinnern. Er wollte sich nicht auf allgemeine Vorschriften und Regeln ausreden. Von den Grundsätzen einer allgemeinen Moral hätte ihm auch der leichtere Weg offen gestanden.
Aber Jägerstätter hat mehr von sich verlangt, als in dieser vergleichbaren Situation allen anderen zugemutet werden könne. Jägerstätter war mit seiner Entscheidung aber der Wahrheit näher als seine vordergründige Kasuistik. Zu stark waren zum Beispiel nach dem Krieg die Verklärung der Tugenden der Soldaten, auch bei Fließer hier, zu zurückhaltend die Verurteilung und die Ächtung des Krieges. Es hat auch in der katholischen Moraltheologie und im Lehramt letztlich bis Ende der 50er Jahre oder Mitte der 50er Jahre gedauert, bis man den Krieg als großes Unrecht bezeichnet hat und geächtet hat und nicht als Lösung für Konflikte gesehen hat. Freilich, mit der Berufung auf das Gewissen wird nicht selten, vielleicht eher in den letzten Jahrzehnten, das Ziel verfolgt, die individuellen Kosten einer Entscheidung niedrig zu halten. Also Gewissensentscheidung würde heißen, da gibt es einen hohen Anspruch, ich mache es mir etwas billiger. Ich suspendiere mich vom hohen Anspruch mit Berufung auf mein Gewissen. Das ist aber bei Jägerstätter nicht so. Nämlich Jägerstätter hat zum Beispiel auch wie Thomas Morus einen sehr hohen Preis für die Treue zu seinem Gewissen bezahlt, einen Preis, der das Opfer seines eigenen Lebens einschloss. In ihm strahlt die Würde der menschlichen Person auf, die Würde des menschlichen Gewissens. Und das Gewissen ist so gelebt, kein Handlanger der Eigeninteressen. Also sozusagen mit der Berufung kann ich es mir in der Gesellschaft, in der Kirche, im Staat so richten, wie ich es gerade brauche. Das Gewissen gibt auch nicht die Erlaubnis für alles und jedes. Es ist nicht die Instanz der Beliebigkeit oder der Auflösung der Normen. Mit der Berufung auf das Gewissen kann ich nicht sagen, eine Regel gilt für mich nicht. Zum Beispiel eine Verkehrsregel. Aber auch eine sittliche Norm, zum Beispiel die Wahrheit zu sagen. Natürlich kann ich mit der Berufung auf das Gewissen sagen, in dieser Situation ist es besser, vielleicht nur einen Teil der Wahrheit zu sagen, oder auch die Unwahrheit, wenn ich mit der Wahrheit andere gefährden würde. Aber das Gebot, die Wahrheit zu sagen, kann ich nicht mit der Berufung auf das Gewissen sozusagen aushebeln. Das Gewissen ist von Jägerstätter her, auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil, der Ort der Erfahrung eines Unbedingten, das mich in Anspruch nimmt. Also in dem Sinn, im Gewissen nimmt Gott mich in Anspruch, nicht ich bediene mich vielleicht Gottes. Es ist der Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Eine Begegnung, die sich auch in Entscheidungen äußert. Da geht es um sittliche Urteilskraft, um ein Gewissensurteil, das nicht im Geschrei der Massen mitblärt. Der damalige Kontext der Jägerstätter waren Krieg und Frieden, Gerechtigkeit und Terror, Leben oder Tod. Also es geht um alles andere als um Willkür oder Unverbindlichkeit, auch nicht um eine Skepsis gegenüber Ethik und Moral. Im Gegenteil, aus der Rückschau erinnert sein Gewissensprotest gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime daran, dass die Maßstäbe von Gut und Böse unverrückbar bleiben, auch wenn sie in der damaligen pervertierten öffentlichen Moral kaum Widerhall fanden. Heute sind die Kontexte vielleicht anders. Aber es geht auch um Fragen, Leben oder Tod, Menschenwürde, Gerechtigkeit, Gott oder Götze. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir wollen ein paar Minuten Pause machen. Insofern sage ich nur noch ein letztes, weil ich es am Beginn auch angeführt habe.
Zum Gewissen gehört auch die Schuldfähigkeit. Franz Jägerstätter hat sehr deutlich von Verantwortung und von Verantwortungslosigkeit, von Sünde und von Schuld gesprochen, auch im Hinblick auf den Krieg und die damit verbundenen Verbrechen. Ihr kennt, glaube ich, alle diese Worte: An der Diebsbeute wollen wir uns zwar alle ergötzen, die Verantwortung über das ganze Geschehen wollen wir nur einem in die Schuhe schieben. Sündenbewusstsein ist bei ihm nicht knechtseliges Minderwertigkeitsgefühl, sondern ehrliche Selbsterkenntnis im Licht des allerheiligen Gottes. Also Selbstbestimmung, Mündigkeit, Gewissen und Verantwortung sind nicht abzukoppeln von der Schuldfähigkeit des Menschen. Das darf in einem Klima der Verdrängung, der Verharmlosung und auch der Wegrationalisierung von Schuld, aber auch der Wegrationalisierung des Bösen nicht vergessen werden. Ich möchte mich jetzt nochmal bedanken für die Aufmerksamkeit und möchte auch die jungen Gäste noch herzlich begrüßen.